Kapitel 8. Die jungen Wilden. Uptown, 11. April 51. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Let's Play Mafia 2. Ich habe letzte Part gesagt Mafia 3, aber ich habe euch verarscht, es ist Mafia 2. Es ist nur Mafia 2. Das haben wir ja schon gesehen. Ich überspringe das mal ganz kurz, weil das haben wir ja schon gesehen. So, ja, es geht weiter. Neue Aufnahme-Session, neues Glück. Ja, ne, was soll man dazu sagen? Wir sind jetzt hier unserer Butze und hatten ja letztens die tolle Willkommensfeier, dass wir wieder da sind. Jetzt sind wir wieder da und jetzt gucken wir doch mal, was Joey und sein Freund, dessen Namen ich komplett vergessen habe. Ja, 2K Kontobelohnung. So von uns möchten. Ja, das ist halt, weil man hier diese Definitive Edition hat, kriegt man ganz tolle Sachen. Naja, ganz toll ist auch, okay, man kriegt Sachen. Naja, gibt Schlimmeres. Gut, gehen wir mal raus aus dem guten Haus. Aus dem Haus vom Nikolaus. Das Steam-Overlay ist ein bisschen immer meinem Aufnahme-Overlay, aber es ist ja nichts Neues. Wir wollten ja noch so Jane Cash. Ach stimmt, das hatten wir ja neulich erst festgestellt. Und wir können immer noch das Licht ausmachen. Das ist sehr wichtig und richtig. Ja, was ist hier dein Problem? Ihr macht das Licht aus, Pech gehabt. Gibt kein Licht mehr für euch. Hallo Joey, was geht denn? Warum ist der Ton so links? Wer war denn das? Der hat ja eine Stimme wie Woody Woodpecker. Das war Marty. Der Kleine hat mir an meiner Straße gewohnt. Als ich den LKW abholen musste, hat er mich mitgenommen. Wozu der LKW? Mit dem verdienen wir ein bisschen Kohle. Spring ein, ich erklär's dir unterwegs. Du fährst. Wohin? Kohle. Riverside. Na dann, auf nach Riverside. Nein, auf nach Riverside. Ich muss das betonen. Das war eine Nacht, ja? Ja, das kannst du laut sagen. Mal ehrlich, bist du noch sauer auf mich? Oh, reiche Einbuddel. Das war natürlich mein Traum, wenn ich aus dem Knast komme. Aber, ja. Puff, da hat's dir doch gut Junge. Gefallen, oder? Ja, ja, vielen Dank auch. Aber alles danach hat mir weniger gefallen. Okay, okay. Heute wird alles viel besser. So spreche ich dir. Das will ich auch. Dann habe ich keine Wanted bekommen. Lol. Was war das? Das war ja merkwürdig. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel lauter geworden ist, aber mein Pegel wird mir nicht. Also. Ignoriere ich das nicht. So wie ich das am besten kann. Ich ignoriere Probleme. Bis ich zu einem richtigen Problem bin. Und dann habe ich ein Problem. Aber ein richtiges Problem. Okay, ja, was mit dem Molden bloß war, keine Ahnung. Dafür haben wir so random YOLO. Aber keine Matte bekommen, alles in Ordnung, alles toll. Was geht's denn? Weiß nicht. Ganz einfach. Wir fahren ein paar Ecken ab und liefern die Kippen aus. Dann bringen wir den LKW zu Eddie und holen unseren Anteil ab. Kinderspiel. Moment mal. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich wegen so einem Kinderspiel in den Knast gewandert. Keine Panik. Ich hab das schon mal gemacht. Erster Stop, Riverside. Na gut. Vertrau mir. Du wirst mir noch dankbar sein. Ja. Vertrau mir. Alle guten Pläne fangen an mit Vertrau mir. Und wie enden sie? Ja, das wissen wir ja. Naja, sehr stabil sieht der LKW da hinten nicht aus, muss ich gestehen. Aber hey, nicht mein Problem. Ich mach nur, was mir aufgetragen wird, ja. Bin mir jetzt im Ton noch nicht so gut. Hier ist heute der Wurm drin, aber ignorieren wir das auch mal. Es ist mitten in der Nacht, wann gibt es eine bessere Zeit, um aufzunehmen. Wenn die Schwarzarbeiter, die Bauarbeiter spielen, einen zu sehr verwirren mit ihren Tagesabläufen. Schön. Ist das der Hoover-Stauder? Ich sollte auf die Straße kommen. Ich sollte die Fracht nicht beschädigen, nicht wahr? Ich glaube, die würde beschädigt werden, wenn ich frontal gegen den Zaun krache. Bin aber auch kein Frachtexperte. Yikes. So, ich glaube, hier hatte ich abgeguckt. Naja, damit auch. Hallo. Ich habe Sachen dabei. Und jetzt? Oh, jetzt Gott. Kümmern wir uns um unsere Kundschaft. Das die Jungs aus, nehmen große Mengen ab. Komm mit. Okay, kletter rauf und gib mir die Ware. Ich dachte, ich muss nicht mehr als Hafenarbeiter. Eine Stange Reds.
Eine Stange Reds. Eine Stange Reds, Vito. Warum keine Stange Blues? Oder Whites? Ja, nimm sie doch. Hey, Vito, nicht einschlafen. Eine Stange Reds. Bingo. Halt doch mal deine Fresse. Ich hab das nicht bekommen, nicht meine Schuld. Als ob das legal ist, lol. Hier. Wow, hey, $2. Endlich kommt ihr. Ich hab keine Kippen mehr. Gib mir eine Stange Blues. Eine Stange Blues, Vito. Ja, yeah, genau die. Der Sprecher passt überhaupt nicht zum Charakter, aber okay. Hier, bitteschön. Bis zum nächsten Mal. Wow, $2. Mann, damit werde ich ja wirklich reich. Einige Jahre später. Oh, da kommen die Bullen. So viel dazu. Was soll der Scheiß? Hey Sarge, wie geht's? Eine Stange Blues wie immer? Ja? Ich nehme heute mal Whites. Wow. Hast du gehört, Vito? Los, eine Stange Whites. Bestimmt der gleiche Scheiß, nur eine andere. Ja, genau die. Danke, Joe. Und jetzt verzieht euch, okay? Okay, weiter geht's. Steig ein, okay. Vito. Nächste Station ist Millville. Läuft gigantisch heute. Wir machen richtig Glück. Oh ja, das sehe ich. Wir hätten ihm einfach kein Geld berechnen sollen, weil Bulle und so Freundschaftspreis, ne? Tja, was weiß ich schon, wie man Geschäfte macht. Dafür ist ja unser guter Jo zuständig. Unser Joghurt. Muss googeln, wer wo die Woodpecker ist. Das vergesse ich nach dem Part-Safe, aber ich versuch's. It's time to rock, baby! Ich fucking fahr irgendwo gegen. Ha! Ich hab eine Massenkarre. Das war ja wohl kaum meine Schuld! Der ist ja mal volle Kanne über die Straße gehauen, ohne zu gucken. Arbeitet er auch für Eddie? Davon träumt er. Der Kleine ist kaum 18. Er arbeitet für mich, fährt mich rum, macht Botendienste, solche Sachen. Er hält sich aber für einen Gangster. Der junge Filme. Was sich der Kurze dich zum Vorbild nimmt, hat er ein Problem. Na? Ja, Klugscheiße. Er erinnert mich sehr an dich, als du in seinem Alter warst. Genau. Ich habe in Europa 2 Jahre lang Kugeln um die Ohren gekriegt und war 6 Jahre im Knast, seit ich dich kenne. Das meinte ich mit Problem. Was ist los mit dir? Hat dir jemand in deinen Morgencafé geschissen? Hast du die guten alten Zeiten vergessen? Ja, daran musst du mich irgendwann mal erinnern. Tja. Ist ja tatsächlich nicht so rosig, unser Leben mit Joe. Toll, wir folgen uns natürlich die Bombe. Das ist die effektivste Straßensperre, die ich jemals gesehen habe. Muss man einfach mal so sagen. Wir bringen ein bisschen Gleitschutz mit. Gleitschutz, das war eine sehr effektive Straßensperre gegen euch selber. muss man ja jetzt einfach mal, muss ich hier schon runter. Tut mir leid, Jungs, weiter mit euch spielen. Aber come on. Da hat der Kopf einfach mal komplett selber Schuld gehabt, dass er gegen mich gelatscht ist. Hallo. Bist du farbenblind? Ich war rot. Ja, na und? Oh Gott, es hat geleckt. Es hat geleckt! Oh mein Gott. Verstanden. Ich weiß, das ist eine billige Ausrede, aber es hat geleckt. Oh Junge, okay, das hat jetzt nicht geleckt, aber ne? Der muss schon anhalten und weiterfahren. Entschuldigung, wollt euch nicht reinfahren. Guck mal, ich bleib sogar bei Rot stehen, damit Joey seine dämliche Fresse hält. The news you need to hear. Kannst du mal grün werden, du Stück Scheiße? Sogar das Radio hat sich verpisst. Ja, okay, es ist grün. Nö, jo, es ist, ich habe extra auf grün gewartet. Dein scheiß Maul hält. Ich hab grün, hallo. Siehst du, was ich gesagt habe? Läuft alles wie geschmiert. Okay, das entschädigt fast für gestern Nacht. Fast. Na komm, wie willst du das toppen? Du bist an der frischen Luft, in guter Gesellschaft und verdienst einen Riesenhaufen Knete. Ja. Gar nicht übel für einen Kerl, der gerade aus dem Kitchen kommt. Okay, wenn es so weitergeht wie jetzt... Dann ist alles vergeben und vergessen. Das ist der Vito-Wirchen. Gleich sind wir da. Und gleich kommt eine riesen Schießerei.
Safe. Hallo. Gar nicht garantiert geschmuggelte Zigaretten. Wer will normal, wer hat noch nicht? Lungenkrebs. Lungenkrebs. Oh, da kommt der Experte in Lungenkrebs. Da kommt der Gesundheitsminister. Hey, eine Stange Blues bitte. Ja. Gib mir eine Stange Blues. Ich habe nur eine Stange Reds. Ich habe nur eine Stange Blacks. Möchtest du auch Blacks haben? Bingo. Was, du stehst nicht so auf Schwarz? Ich dich dran gekriegt. Hier. Oh, ne? Hi, ich nehme eine Schachtel Reds. Eine Stange Reds, Vito. Oh, daring, are we? Ja, nimm doch hier Rot, mein Gott. Ja, genau die. Ja, Prost. Wo ist der Typ, der Whites will? Hier. Warum haben wir keine Blacks? Oh oh, oh, oi, 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 oi. Was ist das denn für Pause? Was verkaufst du, Kumpel? Willst du nur glotzen oder vielleicht auch was kaufen? Wer weiß? Wir verkaufen Kippen. 2 Mäuse für die Stange, 100 Mäuse für die Kiste. Ich mache dir einen Vorschlag. Schieb 10 Stangen rüber und wir lassen euch mit einem blauen Auge davonkommen. Gegenvorschlag. Du steigst wieder in dein kleines Wägelchen zu deinen kleinen Freunden und ich tue so, als hätte ich euch nie gesehen. Wie klingt das? Sag mal, hast du Matsch in der Birne, du Fettsack? Das ist unser Gebiet. Wenn ihr hier Geschäfte macht, kostet das. Also zahlt. Du hast Matsch in der Birne. Du weißt wohl nicht, mit wem du hier redest. Du kriegst noch eine Chance. Entweder du verziehst dich oder... Ich weiß, mit wem ich hier rede. Mit einem fetten Spaghettifresser, der in meinem Revier geklaute Kippen vom Lastwagen runterverkauft. Und jetzt ist Ladenschluss. Kapiert, Arschloch? Okay, Jungs. Zeig denen, was brandheiße Ware ist. Hey, Scheiße. Molotow. Verdammt! Was sagst du jetzt? Was ich jetzt sage? Tja. Na los, steig ein. Wir hauen ab. Das hat doch nicht kommen sollen. Schnappen wir uns einfach den Burschen. Okay. Das, Gib Gas, er entwischt uns. Hat das keiner... Spaß, Joe. Die Karre geht nicht schneller. Hat das keiner von seinen Gangfreunden kommen sehen, dass sie, wenn sie frech werden... Erfolgung von Rasa aufgenommen. Das heißt hier Rasa. Ich bin Mörder und kein Rasa. Okay, ich nicht. Also ich auch, aber Joja hat ihn diesmal umgebracht. Ich weiß nicht. Komm her, du Arschloch. Ich werde dir zeigen, was du davon hast, wenn du meine Kippen abbrennst. Dann werde ich nämlich einfach gegen die Wand fahren und sterben. Aha. Also dafür, dass die Karre hier so aufgemotzt ist, fällt dir jetzt scheiße langsam. Naja, vielleicht kann ich aber noch die Auto fahren können. Dann will ich auch alles gut machen. Sein. Man weiß es nicht, man munkelt. Oh, verdammt. Jetzt? Scheiße, müssen Eddie Bescheid sagen. Ruf ihn von der nächsten Telefonzelle aus an. Das heißt, ich habe ihn verloren. Wo soll er denn jetzt hingefahren sein? Ich hasse mein Leben. Turns out, wenn du den gar nicht erst hinterher fährst, dann kannst du dir das Hinterherfahren sparen und kannst mal zur Telefonzelle fahren. Hallo, ich muss mal telefonieren. Wie ist denn Eddies Nummer? Eddie. Warum sagt ihr mir, wie viel Geld ich habe? Ich meine, weird flex. Eddie, hallo? Ich bin's, Vito. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade Zigaretten ausgeliefert, als plötzlich ein paar Halbstarke aufgetaucht sind. Die haben den LKW angezündet. Was? Verarschst du mich? Ihr seid nicht mit ein paar Halbstarken fertig geworden? Was für eine Scheiße ist da abgelaufen? Hör mal, Eddie. Eddie. Hey, wir können nichts dafür. Sie haben den Truck abgefuckt, bevor wir wussten, was los ist. Und alles ist verbrannt. Okay, wir haben einen von ihnen abgeknallt, aber... Ist mir doch scheißegal. Ich will meine Kohle. Ich habe 2 Riesen für die Karre bezahlt und will sie wiederhaben. Ein Glück für euch beiden Nullen, dass ich Derek's Mann Steve mitgebracht habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was wir mit diesen Pennern machen sollen. Wir kümmern uns jetzt um sie. Steve trifft euch dann in Crazy Horse. Kennt ihr das? Okay, Crazy Horse. Ja, ich weiß, wo das ist. Bringt ein paar Jungs mit. Zeigt ihnen, dass man so nicht mit uns umgeht. Aber keine Schießerei. Das soll wie eine Schlägerei zwischen 2 Gangs aussehen. Ich will morgen in der Zeitung nichts von einem Blutbad lesen. Geht klar, Eddie. Keine Sorge. Wir machen das schon. Kein Problem, Eddie. Wir machen das schon. Wir treffen uns mit Steve vom Crazy Horse.
Die gute Nachricht ist, er wird uns helfen. Die schlechte, dass Eddie die zwei Riesen zurückhaben will. Scheiße! Glaubst du, wir können aus den Typen zwei Riesen rausprügeln? Bestimmt. Keine Ahnung. Mal sehen, was Steve so im Schilde führt. Der macht das nicht aus reiner Gefälligkeit. Komm jetzt. Tja, und wieder einmal schulden wir jemanden zwei Riesen. Mensch, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Eddie war am Telefon stinksauer. Und wie? Ich bin gerade auch stinksauer. Die Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügle ich ihnen Scheiße im Wert von $2,000 aus dem Arsch. Ich bin dabei. Aber warum arbeitet Steve für Eddie? Er arbeitet für Derek und Derek ist einer von Vincis Bossen. Woher soll ich das wissen? Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Was wir tun müssen? Wir können ja ihre Organe verkaufen. Das ist ja bestimmt auch lukrativ. Da kriegen wir bestimmt zwei Riesen rein. Wir müssen nur aufpassen, dass wir sie nicht zu hart verprügeln. Bist du fahrtwillig? Gott, halt dein dämliches Maul vor selber. Weißt du, er der Vorzeigebürger, halt rum, dass ich über Rot fahre. Willst du uns umbringen? Was soll das, ich jammere? Er ist so. Halt da über deine Fresse, mein Gott. Bist du hier für ein Möchtegern-Gangster-Mann? Oh, hier fährt er. Oh. Mann, jetzt gib mal Stoff hier, Alter. Ich will meine Karan. Ich will nicht besser aus. Nein, besser nicht, aber ungefähr. I don't know. Naja. Ich meine, wir sind schon zwei Paketen. Ich meine, $500 haben wir schon mal zusammen, oder? Wir sind ja richtig reich geworden, oh Junge. Wo ist denn dieser Scheißpuff? Langsam, sonst halten sie uns an. Ach Gott. Hey, geh eine Runde knacken. Ich hätte ja gesagt, geh eine Runde kacken, aber gut. Knacken kann er auch gehen. Und Rumi, Ramo. Hey. Hey, Jungs. Gott, Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm drei Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Mit einem Vorschlag. Na, damit. Ja, mit der an die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Wie bewerten wir dieser kleine Stadt? Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Außerdem hat er nicht gesagt, dass wir keine Schießerei wollen, Mimimi. Das macht Spaß. Ja, ich auch. Komm mal. Ja, tote Ork, also ich bin sogar das erschießen. Okay, das ist ein bisschen nichts. Geh mich zu. Das hat's ja nicht. Macht Joja eigentlich auch mit? Ah, Joja auch mit. Aber Joja hat eine Grüßgarten. Was ist er denn bei einer? Da wird's doch mit Tommy gegangen. Zeit für ein kleines Geschenk. Vito, Marty, ich hab Molotow-Cocktails im Kofferraum. Hol sie und schmeiß sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Mit Vergnügen, Steve. Nimm einen Molotow-Cocktail zum Kofferraum. Molotow-Cocktail nehmen. Wohin wirst du? Wir sollten uns vielleicht absprechen. Okay, dann noch nicht. Stirb. Hui. Ja, du wirst natürlich... Wird die eine Lehre sein? Ja! Ja! Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Gut, dass wir uns abgesprochen haben. Wir treffen euch zwei am Haupttor. Bis gleich. Wo ist denn mein Auto, Mann? Ach, da hinten. Da weiß ich doch nicht, wo er das hier geparkt hat. Schusskinder. Oh, steig ein, du Spaghetti-Fresser. Ich will nochmal Radio wechseln. Ach ja, komm mal. Mal gucken, was in der Fire Central so abgeht. Ich bin beeindruckt, auch kein Part gesperrt wie Copyright oder sexuellen Inhalten.
Nee, da labert er nur die ganze Zeit. Ja, Classic. Wir fahren zur Gießerei und machen eine Schießerei. Ich fahr vielleicht nicht gegen die Wand. Darf ich in die Leute reinfahren? Oh, schade. Empire Bay Forge. Klopf, klopf. Kleines Vögelchen. Na. Hey, was habt ihr hier zu tun? Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mach ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig. Das ist so eine Überraschung. Schreit mich ran. Ja, schleiß dich mal ran. Schalte die Roke aus. Gib mir Deckung, Vito! Lass mich abhauen! Ich gehöre nicht zu dir! Lass mich doch mal übrig! Nicht so zimperlich, Jungs! Hey, gar nicht mal so schlecht! Du bist ich hab was für mich, du mieses Schwein! Auf sie mit Gebrüll! Ist ja gut, schöner Mann. Los, komm. Gib dir Deckung, Vito! Du kriegst mich nicht! Oh, guter Schlag! Ich vermisse das Kimmer und Konzil. Von hinten! Mach schon, leg ihn um! Alter, mach deinen Maul! Du bist scheiße Abmarsch! Knall die Arschlöcher! Aber eine völlige Markierung. Showtime, Vito! Ich hab jemanden erwischt? Das ist alles! Jetzt hat er! Da hier was! So viel hat mich jemand erwischt. Los jetzt! Zack, zack! Na, ich hätte die Munition für die Tommy gar nicht aufnehmen sollen, ne? Verrecke! Und dann hier sich deine Witze holen. Was ist hier los? Das war ja nicht sehr effektiv. Ich meine, nice try, I guess. Nice try. Was ist los? Sag was! Mist! Hallo, Juli! Sag was! Gib mir Deckung! Gott, kann ich heute nicht zielen, ey. Oh, stirb. Nein, jetzt muss ich auch mit so einem Billigroboter hier schießen. Ich glaub's ja nicht. Hey, da ist er. Ja, hier sind ziemlich viele Leute. Ne? Wenn meine Mutter das wüsste. Meine Mutter das wüsste, hätte sie dich wahrscheinlich abgetrieben. Was für Schiss, Arschloch! Ich möchte zum Glück ist meine ja schon tot. Du schießt wie meine Schwester. Gut, Vito, los jetzt! Der Wichser hat mich getroffen! Gib dir weg! Los hier! Ah. Nicht so spektakulär, aber noch gut. Gibt ja nicht noch ein bisschen Money für die Tommy Gun? Lauft! Lauft! Bleibt stehen! Gib mir Deckung, Vito! Warum los, denn? Ich geb dir Deckung, Vito! Ja, was denn nun? Ich dir, du mir? Das ja, ist vorbei! Mann, das war echt daneben, du Blinder! Ey, ich will die Pumpe! Ich hab ne Schrotflinte. Ich muss erstmal warten auf die COD Health Recuperation. Gib mir Deckung! Mich, du Arsch! Ich mach dich fertig! Lass dir was einfallen! Beeil dich! Das ist alles! Dann blüht dir was! Bleib gefälligst am Leben, bis der Kampf vorbei ist! Sieht schlimmer aus, als es ist! Hängen, Alter! Schade, dass die zerstörbare Umgebung nicht so reinkickt wie bei der Bar. Besonders mit einer Schrotflinte, aber na gut. Los, los, ich geb dir Feuerschutz! Lass mir noch was übrig! Ja. Der hat eine Tommy Gun, ich will auch eine. Los, wo spiel, wo spiel? Macht ihn alle! Sieg gebläht. Achso, der ist natürlich am Weiter. Ha! Ich feier. Bin wieder da! Wortwörtlich. Gib mir Deckung. Da geht bestimmt auch so nach vorne. Du hast dich erwischt. Marsch.
an meinen wunden Punkt. Schreib eine Karte aus dem Jenseits! Schwein hat mich erwischt. Mist. Ja, nicht schlecht, Vito. Gut, Vito, los geht's. Oh Gott. Das könnte ich den ganzen Tag wieder mal einer abgekürzt. Das ist ja nur eine Greasegun. Ich dachte, das ist ja nur ein Dings. Der Tommy-Gun. Nimm das Arschloch! Hey, da ist er! Geh nach, Vito! Vorsprung. Warum hast du das gesehen? Runter? Ich hab ihn erwischt! Hast du das? Ich ihn um! Das wäre jetzt echt peinlich gewesen. Ich schleich mich rein! Okay, Showtime, Vito! Ich möchte dich nicht zu weit haben! Na, hast du doch gehört? Noch ein Treffer und er ist tot! Los jetzt! Zack, zack! Willst du es wissen, hast du eine AP-Ball über seinen Kopf? Würde das denn machen, dass NPCs untereinander HP-Bars haben? Ich weiß es nicht. Waren das schon alle? Nee, dann war die sind doch wohl nicht getürmt, oder? Nein. Doch sicher gehen, dass der Tod ist, hallo. Alle kaputt. Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen? Uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieß mir einen hinter die Binde. Na dann viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Was haben ich und vor? Scheiße, wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette für den hier. Rückt Derek mindestens einen Riesen raus. Okay, ich bring das Baby zu Derek. Treffen uns im Kampf. Hey, gut. Okay. Bis dann in der Bar. Ja, bis dann in der Bar. Bis dann im nächsten Part. Ich mach einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann, tschüss.